Bevor wir jetzt was anderes machen, Leute, und bei. Jetzt wird's leicht unangenehm, Alter. Jetzt wird's leicht unangenehm. Achtung, Leute, ihr wisst jetzt, was kommt. Ich muss es ganz. Ich mach's kurz und schmerzlos, ja? Ich mach's auch transparent, Leute. Ich mach's transparent. Ich mach's transparent, damit ihr es alle mitbekommt, okay? So. Was jetzt folgt, ist eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir schauen jetzt ganz kurz meinen unangenehmen, eigentlich gar nicht so unangenehmen Werbespot von Gotibi, Leute. Ich find's ganz geil geworden. Check den mal aus, Digga. Der ist richtig. Ey, Digga, ich sehe so sexy aus. Ich sehe so sexy aus, Mann. Hi, ich bin Revinzeit. Ich bin Gamer oder sowas. Oder sowas, Digga. Meine Reaktionsfähigkeit blitzschnell. Multitasking safe. Safe. Gaming ist ein Teil von mir. Damit drücke ich mich ein bisschen am Cringen bin ich schon, wa? Aus. Genauso wie durch meinen Style. Was Gaming für mich bedeutet: Relaxen, Adrenalin und echte Freundschaften. Ja, mit Marie hatte ich mich heute Abend eigentlich noch verabredet, mit Max und Philipp auch, aber leider haben die keine Zeit. Mach deine eigenen Regeln. Got to change the game. Ja, Mann, Digga. Gaming ist dein Skill. Also Leute, was soll ich sagen? Grüße geht raus an Schwarzkopf und Gotsebi an der Stelle, die mir hier auch netterweise ein Paket haben zukommen lassen. Es gibt sogar was zu gewinnen. Wir beschäftigen uns heute mal ganz kurz hier mit der Strandmatte, ja? Mal ganz kurz hier, Leute. Und es geht so in diesem Werbespot hier. Hier seht ihr die Strandmatte. Das war ja quasi mein Ding. Und es geht so ein bisschen darum. Hier haben wir noch ganz andere Sachen, Alter. Komm, hör hier noch, Alter. Den Mähne hoch, Alter. Mähne hoch, Alter. Sprühkleber, Junge. Ist auch geil. Ja, auf jeden Fall sehr geil. Geiles Ding, dass ich mal so einen fetten Werbespot produzieren durfte. Und an der Stelle ging es ja so ein bisschen darum, so zu talken, dass man quasi als Gamer, ja, nicht irgend so ein Randy ist, der so ein Klischee nachläuft. Also, wenn wir jetzt mal Gamer googeln würden, ja, das machen wir mal ganz kurz, Leute. Wir googeln mal ganz kurz Gamer. So. Dann gucken wir mal, was da für Bilder rauskommen. Genau. Man sieht halt hier sowas so. Aber wenn ich jetzt Gamer Stereotyp, ja, dann kommt hier direkt sowas. Wisst ihr, was ich meine? So. So sehen laut Stereotyp Gamer aus. Und ich bin der Meinung, Alter, ey, Dickkaschen. Wir leben in 2020, ja? Man sollte nicht diesem Stereotypen Gamer hinterherlaufen. Wisst ihr, was ich meine? So, ich würde auch nicht sagen, dass ich ein typical Gamer bin. Ich spiele gerne. Jeder ist ja irgendwo Gamer, weil jeder zockt bei seinem Handy und so weiter und so fort. Und man kann ja jemandem nicht ansehen, dass er Gamer ist. Und darum dreht sich ja so ein bisschen die Kampagne um Gaming, um das Gaming-Reddit stereotypisieren und so ein bisschen um so Mobbing, was das Ganze so ein bisschen einhergeht. Wisst ihr, was ich meine? Also halt dieses Ganze so, ja, Vorurteile gegen Gamer. Dieses, ja, ein Gamer ist immer fett. Ein Gamer hat keine Freundschaften. Ein Gamer hat keine Freundin. Ein Gamer hat kein Sex, ein Gamer, dies nicht, ein Gamer, das nicht. Das ist alles Bullshit und ihr wisst das ganz genau, Digga. Dieses Klischee-Sinnbild ist komplett veraltet. Ich glaube, das war sogar actually nie wirklich konsistent in sich. Ein Gamer ist, glaube ich, auch nicht runterbrechbar auf ich spiele jetzt oder ich spiele nicht, weil ich glaube, ein Gamer ist einfach eine Person, der sich in diesem Kosmos bewegt, der gerne auf Twitch unterwegs ist, jemand, der gerne Zeit am PC verbringt, online verbringt und so weiter und so fort. Also, ich will gar nicht wissen, Digga, wie oft mich schon Leute so, wie auch, ich bin auch, Leute, ich schwöre, ich bin Fat G-Time, das freut mich sehr. Schön, dass du das in den Chat schreibst. Das freut mich sehr, Kevin. Ich bin schon so oft dafür gefrontet worden, dass Leute zu mir gesagt haben, also für mich bist du kein typischer Gamer. Aber es gibt ja keinen typischen Gamer. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Gamer können ganz unterschiedlich aussehen. Man sieht das jemandem nicht an. Wisst ihr, was ich meine? Wie oft willst du noch Gamer sagen? Nein, es triggert mich gerade ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine, Chat? Und darum ging so ein bisschen diese Kampagne, dass es nicht dieses stereotypische Rollenbild für einen Gamer gibt, für einen Menschen, der, keine Ahnung, sich irgendwie optisch davon abgrenzt, nur weil er Videospiele spielt. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja kompletter corny Bullshit, und das wissen wir alle, Leute. Und ich finde es ganz cool, dass das so ein bisschen aufgegriffen worden ist in dem Werbespot. Es gibt auch noch einen Werbespot mit Nick und mit Farbenfuchs, also Leslie zu sehen. Auch sehr, sehr nice. Kann man sich auf jeden Fall auch mal reingrinden. Finde es sehr cool. Übrigens, actually, das muss ich an der Stelle mal sagen, Leute. Strandmatte, damals bis heute, wirklich Real Talk, immer noch mein Favorite Produkt, weil dieser Geruch, iconic, es riecht übertrieben geil. Ich liebe es wirklich, Digga, und ich habe es echt
schon von früh auf benutzt, fühle es sehr und mag es tatsächlich sehr, sehr gerne. Finde ich sehr, sehr nice. So, an der Stelle, meine Freunde, wollte ich euch ganz kurz mal diesen Werbespot hier gezeigt haben, ja, den Spot hier. Ich habe das hier nochmal, hier, da. Komm, einmal gucken wir noch, einmal. Hi, ich bin Revinzeit. Ich bin Gamer oder sowas. Oder sowas. Meine Reaktionsfähigkeit? Blitzschnell. Blitzschnell. Multitasking? Safe. Safe. Gaming ist ein Teil von mir. Gaming ist ein Teil von mir. Damit drücke ich mich aus. Oh ja. Genauso wie durch meinen Style. Ja. Ey, Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich habe wirklich einen freshen Style. Heute sehe ich aus wie ein dreckiger Muchpenner, Alter, weil ich zu wenig geschlafen habe. Aber Leute, ich habe einen freshen Style und habe immer freshe Friese. Unter anderem auch wegen diesem Produkt hier, ne? Gaming für mich bedeutet relaxen, Adrenalin und echte Freundschaften. Ich schwöre, ich habe so viele Freunde durchs Gaming gefunden, ist Real Talk so. Mach deine eigenen Regeln. Also wirklich, ersetzt diese Werbung, die Chef-Strobel-Werbung. You have to change the game. Ich hoffe doch, Bro. Ich hoffe doch, Digga. So, Leute. Ansonsten könnt ihr noch was gewinnen, wenn ihr unter meinem Bild kommentiert. Die Infos dazu kommen aber tatsächlich noch. Da gebe ich euch noch Bescheid. Auf jeden Fall, sehr, sehr geiles Video. Könnt ihr mal bitte alle Revi-Gang hier drunter schreiben, bitte. Tut mir kurz den Gefallen. Gebt mal ein bisschen Cloud. Schreibt mal bitte einfach hier Revi-Gang rüber. Cooler Spot. Danke. Denn ich bin Gamer. Sehr geil, Digga. Sehr, sehr geil. Unter das Video schreibt ihr mal Revi-Gang drunter. Und ballert mal einen Daumen nach oben. Ey, ehrenlos, Digga. Gebt mal hier einen Daumen nach oben und schreibt mal hier Revi-Gang drunter unter das Video, Mann. Amen, Akum! So viel dazu, Leute. Da sind wir durch an der Stelle. Kuss an Schwarzkopf, Dankeschön. Hat sehr Spaß gemacht, euch zu drehen. Ich freue mich, dass ich Teil des Ganzen sein konnte. Und vor allen Dingen auch mit so einem nice Produkt, was ich tatsächlich schon lange selbst benutze. So.